Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge God of War. Nachdem wir in der letzten Folge hier in den Landsurminen waren, machen wir uns nun hier auf den Weg hier hinten hin zu den Familienangelegenheiten. Da müssen wir eine Gelegenheit finden, dieses Gitter zu öffnen, wie es da lustigerweise steht. Und ja, da sind wir jetzt erstmal auf dem Weg hin. So, anschließend geht's erst mit der Hauptgeschichte weiter. So, wir sind ja noch bei diesem erstmal wieder zum See der Neun, um von dort aus denn den Weg zu diesem Ort zu finden, wo wir da hin müssen. Hier. Wo geht's hier weiter? Da. Ja, hier ist der Spot. Ups. So, Kopf, erzähl doch mal eine Geschichte. Oder auch nicht. Der zählt doch sonst immer irgendeinen Schatz. Oh, da ist was zum Sammeln. Da ist irgendwas im Wasser. Ja, Jürgers Gold oder so ähnlich. Ups. Nochmal. Ja, hier so durch die Gegend paddeln ist vielleicht nicht unbedingt gerade so spannend, aber dort hinten auf der anderen Seite des Sees haben wir schon den Weg, der uns dahin führt. Diesen Ort, Burg, Schloss, weiß ich nicht, was dahinter kommt. Vielleicht müssen wir auch noch mal einen Drachen befreien, Alter. Das wäre ja cool. Was passierte mit ihr? Ich bin nicht ganz sicher, Kleiner. Sie wurde verlassen, lange bevor Jörmungandr kam und alles überflutete. Wie es wohl war, hier zu leben? Immer noch nicht so gesprächig heute, ne? Das ist ja ungewöhnlich. So, hier sind wir beim Northrie-Klamm, der uns zu dem führt, wo wir hin müssen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wir werden sehen. Sollen wir hier anlegen? Wir müssen. Der Zugangsstein der Zwerge, dieses Tor hier öffnen. So, weiter geht's. Sieht schon also ziemlich cool aus hier, ne? Oder? Ja. Noch ein Tor. Oh, jetzt aber dunkel hier. Wie heißt das hier? Northrie-Festung. Genau. So, erstmal hier dem Zwerg einen Besuch abstatten. Er hat bestimmt was zu erzählen dazu. Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Okay, Wetzstein suchen. Hast du noch mehr zu erzählen? Ja. Hey, Sindri. Kennst du schon Mimir? Wenn du den abgetrennten Kopf meinst, der mir zuzwinkert, bitte, halt ihn weg. Das kann unmöglich hygienisch sein. Oh, sehr nett. Auch schön, dich zu sehen, Sindri. Arschloch. Hm. Okay. Gut, also müssen wir durch die Gegend schippern und uns den Weg suchen, wie wir zu diesem Meißel kommen. So, wollen wir schauen. Ich begreife immer noch nicht, wie man den eigenen Vater töten kann. Das ist doch verrückt, oder? Ich weiß in der Geschichte, aber bitte. Den eigenen Vater? Ich meine,
klar, ich bin manchmal sauer auf dich, aber... Bist du? Ich meine, manchmal. Ja, ein wenig. Aber ich steche dir kein Messer in den Rücken. Nein, das wohl nicht. Dieser Clan wollte wirklich nicht, dass jemand reinkommt. Wie sollen wir bloß hier durchkommen? Es muss einen Weg geben, das Tor zu heben. Vielleicht mit dem großen Wasserrad. Das glaube ich auch. Okay, aber erstmal anlegen und dann schauen wir mal, wo uns der Weg hier hinführt. So, was ist hier? Hier können wir hochklettern, ne? Ja. Oh, hier liegt ein Schatz. Diese Schatzkarte wäre gelöscht. Ein unlöschbarer Brand. Aus den tiefen Muspelheims. Verbesserung von Knäufen mit Brandschadenseffekten. Okay. Blub, das kommt erstmal weg. Das nehmen wir mit. Okay, und wieder runter und andersrum. Jupp. Hi. Ups. Erwischt. Runtergefallen. Der hat sich geheilt, diese Potze. So, weiter geht's. Es kommt noch mehr. Einer weniger. Au, 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 au. Direkt runtergefallen. Sehr schön. Noch der hier. Oh, jetzt hinter uns sind noch mehr abgetaucht. Ich bin bereit. Ah, ein Wiedergängerin. Die. Fall, 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 fall. Ohne Pfeile wird das nichts mit Schaden, aber die Viecher. Ah, weg. Upp. Sammeln. Da ist noch mehr und hier auch. So, von hier aus. Gibt es da keinen Weg an diese Truhe ran? Ach ja, genau. Also müssen wir hier rüber. Und dann sehen, ob wir weiterkommen. Wir kommen weiter, aber nicht dahin. Okay, links. Was ist das? Was ist was? Hey, da ist das Ding, das das Rad bastelt. Tada, geht das Tor auf. Vielleicht geht ja noch ein Tor auf. Weg ist er. Wollen wir da weitergehen? Will ich erstmal sehen, ob die das andere Tor nicht auch offen ist. Nein, es ist nicht. Schade. Gut gemacht. Hüpf. Links, rechts, Mitte. Ist ganz schön dunkel. Nur Felsen. Okay, links. Ups. Okay, hätte ich vielleicht auch besser von hier unten machen können, ne? Hm, naja. So, und wieder zurück. Da haben wir die Axt wieder. Ich dachte, das geht da vielleicht noch weiter, aber naja, wie es mir scheint, nein. Okay, mieses Timing. Sprung. So, gibt es hier noch eine Möglichkeit, wie das Ding hier aufgeht? Falls es aufgeht. Ich meine, da liegt ein Skelett dran. Wahrscheinlich geht es nicht auf. Wir müssen von der anderen Seite rein. Wahrscheinlich andere Seite. So, wo liegt unser Brot dann? Da.
So, nochmal kurz umblicken, ob ich hier irgendwie so eine dämliche grüne Krähe sehen kann. Okay. Wann bist du wütend? Was? Auf mich. Wann? Oh, naja, manchmal. Wenn du mir etwas nicht zutraust, obwohl ich es kann. Es ist nicht immer einfach, die Starken. Schon gut, verstehe. Ich bin klein. Wo ist nur dieser Wetzstein? Und da kommen wir schon hin. Erstmal müssen wir an diesem Oger hier vorbei. Feuer! Ja. Zeigt euch, da ist er. Aua! So, ein. Die andere hat die Zeit mehr, schade. Okay, näher ran. Ja. Ja, auf hinüber. So, das ist so eine Wissenswand, ne? Ja. Kommen wir denn? Ja. So, was haben wir hier? Okay. Gut, dort kommen wir hoch. Kommen wir hier auch irgendwo noch lang? Will nicht. Können wir irgendwo was kaputt machen? Das können wir kaputt machen. Wow. Und den kommen wir hier hoch. Cool. Sinnlose Zerstörung. Weiter. Schauen wir erstmal hier. Ich brauche einen Pfeil. So, das Ding da einfrieren und dann haben wir hier bestimmt einen Durchgang. Das nehmen wir erstmal mit. Jetzt runter. Na und zack, genau. Hier hängen ein paar Eimer rum. Hat da eben einen neuen gesehen, oder? Na gut, dann nicht. So, hier brauchen wir trotzdem erstmal einen Kleid. Okay, ein bisschen Stahl und Dings. Gut, hier kommen wir aber nicht hoch. Kommen wir hier. Runter geht's nicht. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Aua! Offenbar gibt es hier noch mehr. Ein Wurm. Hier ist gar kein Klappen, aber so ein Wolf. So, was bewegt sich hier hinter noch? Der Weg geht offenbar den anderen Weg da lang, aber hier haben wir noch eine Kiste. Blub. Okay, nochmal kurz einen Blick wegen den Raben umhergeworfen, aber keinen gesehen.
Gut, hier geht's weiter. Was ist da unten wohl erwartet? Das Hescher-Schiff müssen wir untersuchen. Okay, dafür müssen wir erstmal hier irgendwie rüber. Okay, woran hängt das? Was können wir tun? Da! Da! Jetzt sieht es wieder zurück. Halt. Da oben hängt noch ein Eimer. Im Vorbeilaufen gesehen. So, wollen wir mal sehen, was hier erwartet. Was uns hier erwartet. Das ist der Sohn. Von dem Geist? Wirklich? Das Siegel. Es passt zu dem Dolch, den sein Vater im Rücken hatte. Es aber nicht geschafft. Es war Verrat. Verrat erzeugt Verrat. Dass der Junge seinen Vater ermordet hat, hat ihnen wohl nicht gefallen. Er wollte ein Anführer sein und verlor sein Leben. Mag sein. Da, Kleiner. Zu seinen Füßen. Der Wetzstein. Ja, damit schlugen sie ihm den Kopf ein. Wirklich? Hey. Das war ja sehr wirksam. Ups, Abstand, Schild. Ja. Ja, das können wir besser. Ja. So, der ist hinüber. Wir brauchen die Rage nicht mehr, aber wir haben hier noch andere Gegner. Wo? Dort oben. So, der ist weg. Was ist mit dem da? Der ist weg. War das alle? Das waren alle. Bitte, Moment. Tja, kleiner Herrscher haben ganz klare Prioritäten. Was nicht glänzt und man nicht essen oder trinken kann, kann man auch als guten Gegenstand benutzen. Ja, cool, du kletterst da so ran. Machst du bestimmt dieses Tor auf. Sehr schön. Okay, ich habe da hinten in dem Gitter irgendwo noch einen Raben hocken sehen. Den holen wir da auch noch raus. Da sitzt der. Was hoch genug ist. Ja, cool. Gleich auf einen Hieb. So, okay. Hier geht's auf jeden Fall wieder weiter. Ich gebe auf ein Boot. Hätte ich kein Boot. Aua! So, einer ist sowieso runtergefallen und der andere lustigerweise auch. Schön wäre, wenn hier jetzt unser Boot liegen würde, aber nein, tut's natürlich nicht. Dafür liegen hier noch andere Dinge rum. So. Her. Eine Schatzkarte? Jawohl. Hier ist eine Schatzkarte.
Schriftrolle. Sie gehörte dem Sohn. Oh, das nimmt ja gar kein Ende. Vater, vergib mir. Von Reue erfüllt. Bedauere meine Taten. Hätte er nachgedacht, bevor er gehandelt hat, müsste er jetzt nichts bereuen, oder? Ja. Vielleicht sollten wir das hier seinem Vater im Lagerraum bringen. Okay, bevor wir das hier verlassen und zu Fafnirs Lagerraum schippern, erkunden wir noch diese kleine Ecke hier. Sieh her. Ja, Vater! Wer das wohl geschrieben hat? Kennt man die Farmauer, so kennt man die brutale Geschichte dieser Lande. Von der großen Flut und vor den Verwüstungen lebten die Menschen friedlich in Midgard. Tote blieben tot, Draugr waren eine Seltenheit und Sajor-Magie wurde als schändlich angesehen. Die Herzlar Farmauer pflegten die alten Bräuche. Bei ihnen bemisst sich der Wert eines Mannes an seinen Umgang mit seinem Schwert. Stärke, unsere höchste Tugend. Diese sind raue Lande und hier ist kein Platz für die Schwachen, die im Leben und am Tod obsiegen und zu den Aeherja nach Valhall gelangen. Die Schwachen werden ein mageres Dasein führen und zu den Unwürdigen in den Tiefen von Helheim kommen. Dies ist der Kreislauf des Lebens, bis Ragnarök kommt. Es ist hart, sie klingen ungefähr so freundlich wie ein Rudel Wulver. Okay. So, und wieder runter. Runter. Achso, muss ich jetzt zur Seite klettern. So, auf zum Boot. Einen anderen Ausgang freigelegt hier jetzt, ne? Von der anderen Seite können hier entsprechend lang. So, da vorne war ein bisschen Gold hier, Gold einzusammeln. So. Da ist noch eine Kiste. Muss ja einen Weg geben, da ranzukommen, ne? So, mal weiter. Einsammeln. Sollen wir hier anlegen? Können wir hier anlegen? Rechts geht nicht, links vielleicht. Hier können wir anlegen. Möglicherweise die Reste einsammeln, die es hier noch zu sammeln gibt. So, hier machen wir uns den Weg frei. Aber ich schaue mich nochmal gleich hier links um die Ecke um. So, ein Tor, das wir aufreißen können. Max Silber von Skeletten, sehr schön. Und hier führt ein Weg entlang. Der führt uns bestimmt irgendwo hin, wo noch Kisten stehen und so. Mindestens zu einer. Halt, einsammeln. Okay. Mehr Stall, mehr Schuppe. Okay, weiter können wir. Wer war das? Erstmal zu Sindri zurückkehren. Okay, vorhin sind wir hier anders abgebogen, jetzt aus der anderen Richtung gekommen. Wir haben deinen Wetzstein gefunden. Oh, wunderbar! Diese Flecken sind ungewöhnlich. Die Häscher haben damit einem ihrer Leute das Gesicht zertrümmert. Oh, wunderbar. Hier, für eure Mühen. Griff, sowieso, legendärer Erzknopf. Unbedingt den Bett. Wir schauen mal.
Wenn die Werte nicht so mies wären, ne? Wäre tatsächlich ganz cool. Aber, naja, die Werte sind nun mal mies. So. Was haben wir denn hier für... Nichts Besseres, nichts Besseres. Schutz ein Legendärer. Mag der mit der Vitalität eigentlich ganz gerne. Gut, Fähigkeiten ausprobieren. Rein. Er sieht unscheinbar aus, aber er ist zum Bersten gefüllt mit Magie. Ich brauchte einen neuen. Den letzten habe ich meinem Bruder geliehen. Er hat darauf gespuckt. Scheiße. Zum Einschmieren, hat er gesagt. Ich wollte ihn nicht zurück. So, die kann ich jeweils noch einen verbessern. Stärke hoch ist eigentlich einmal eine gute Sache, ne? Abwehrverlust ist nur gering. Wenn man mal bedenken muss, dass bei dem anderen halt eben auch die Zauberplätze belegt sind. Zwar Kriegers. Herstellen, her damit. Prächtiges Glück, wenn ich das so sagen darf. Ich ausrüsten. So, Arm schieben. Ist gleich in grün, ne? Ja, na klar. Okay, wir sind jetzt auf Level 4 runter, darum werde ich erstmal gucken, dass wir die verbessert bekommen. Die nochmal verbessern ist nicht, das ist aber klar gewesen. Und sein Schuh. Könnt ihr eventuell versuchen, das sauber zu halten? So, okay. Dann schauen wir nochmal nach der Hüftrüstung. Können wir auch bauen. Dann sehen wir mal, ob wir die auch gleich verbessern können. Ups, das war der falsche Knopf. Vielleicht verbessert. So können wir die immer ausrüsten, sehr gut. Gut, bevor wir die anderen Sachen machen, gehen wir erstmal ins Menü. Wir müssen hier die Zauber wieder auspacken. So, Rüstung. Hier zu den Zauberplätzen. Oh, drei sogar. So, was haben wir denn hier? Splitter der Elemente. Den nehmen wir gerne. Was haben wir hier noch? Entwahre Seele nehmen wir natürlich auch wieder. Immer noch. Klingzeit 5. Dann nehmen wir lieber diesen hier. Das bringt uns insgesamt mehr moderate Wohnungsaktivierungschance. Ist schon in Ordnung. Damit haben wir den ja vollständig. So, was haben wir hier noch ausgerüstet? Den hier. Zeichen des Hüters hatten wir. Der ist auch besser als der. Was ist das? Abwehr plus 4 klingt natürlich auch gut, ne? Aber wir haben ja genug Plätze. Warum nehmen wir hier den Abwehr plus 4 rein? So, und wir haben noch das Ding. Mit ordentlich Zauberplätzen, Abklingzeit, Abklingzeit, Abwehr, nochmal. Plus 4, na gut. Schub. Immer noch ein. Vitalität plus 4, sehr schön. So, habe ich irgendwo einen weggestiebt? Nein, gut. So, das ist eine blaue Rüstung. Hier möchte ich diese Symbole weghaben. Und weiter geht's mit dir. Wir können jetzt Dinge verkaufen erst einmal. Weg. Die kann weg. Die kann weg. So. Du, Atreus-Rüstung. Haben wir leider nicht genug Stahl für dabei. Okay, Axtknauf. So, das Kraft der Flammen. Nicht etwas dabei, was uns hier nach vorne bringt. Okay, Klingenknäufer. Aber sehr viele. Zum aktuell ausgerüstet. Nee, so ist kacke. Nee. Talisman ist klar. Verbessern. Nichts Sinniges verbessern. Die können wir verbessern. Das ist cool. Zurück. Okay, wir brauchen haben einen Auferstehungsstein. Ressourcen müssen wir nicht kaufen.
Gut, raus. Gibt's noch mehr zu besprechen? So, Fähigkeiten machen wir gleich. Erstmal kurz zu den Zielen. Diesen hier möchte ich mir gerne markieren, dass wir den Weg gleich schneller finden und fix die Fähigkeiten durchgehen hier. Erstmal hier die easy hier. Nahkampf. Wir machen einfach erstmal hier die Dinge weg. So, den und den. Und den. Den nehmen wir auch gleich direkt voll. Auf Stand praktisch. Kann aber alles nicht schaden. So, Nahkampf. Das macht auf jeden Fall Sinn. Kampfhaltungssätze komme ich sowieso noch nicht mit klar. Was haben wir hier? Spannend. Nutze ich auch nicht. Das macht ja wenig Sinn. So, okay, Schildkampf. Was tun wir? Das auch. Das auch. Okay, wir haben noch ganz viel übrig, aber es macht Sinn hier zu sehen, dass man die nochmal verbessert bekommt. Okay, wir nehmen... Können wir hier eigentlich auch eine für? Nein, aber den hier können wir vielleicht verbessern. Gut. Im Bogen können wir auch was verbessern. Zorn des Würfels. Gut, okay, weiter geht's. Auf, zurück zu Fafnirs Lager. Ja, jetzt müssen wir das Boot wenden und da lang. Oh, gegen die Wand gefahren. Liegt es daran, dass ich hier nebenbei noch einen Download mache, oder was ist das Problem, dass der hier keine neuen Geschichten erzählt? Da können wir gegenfahren. Gegenfahren! Ah, getroffen. Noch so eine Fass, was da rum. Gut, ja, gleich sind wir da. Also zumindest beim Zugang. Hier ist nämlich schon Fafnir als Schlucht. Man muss bedenken, dass sie es unter dem Kopf der Weltenschlange. Da bewegt sich ihr Schatten. So, nach oben. Wohin gehen wir jetzt? Wir gehen zu Fafnirs Lagerraum. Habe ich dir das nicht gesagt? So, da sind wir. Ups, man hätte auch andersrum einen Baum raufen können, ne? Oh, neue Viecher. Sowieso viel zu stark, die komischen Viecher. Ja.
Hast du abwechselnd mal den richtigen Knopf im richtigen Moment gedrückt, als der angegriffen wird? Jetzt das passiert hier nicht so. Ein gutes Duo. Halt, da liegt was. Noch eine Schatzkarte, cool. Ewiger Frost. Was haben wir hier? Auge der Runenmeisterung, ein neuer Zauber. Schatzkarte komplett, sehr schön. Aber wir wollen jetzt den Geist da hinten hin. Dass der erfährt, was mit seinem Sohn passiert ist. Wie sehr der bereut. Falls der bereut. Wir werden sehen. Nein. Ab durch die Tür. So. Was macht ihr, Narren? Wir haben deinen Sohn gefunden. Er wurde auch verraten. Und wir fanden einen Teil seines Tagebuchs. Er bereute, dass er dich getötet hat. Tut wirklich gut, das zu hören. Wie ist er gestorben? Hat er gekämpft? Wir haben 4 Leichen neben ihm gefunden. Sie wurden enthauptet. Vandrids Schwert war stets blank und scharf. Das hat er von mir gelernt. Er ist ein verräterischer Hund, aber dass er in Valhall ist, gibt mir Frieden. Danke. Also, Tür ist Splitter, epischer Zauber. Wir haben sehr was cool. Gutes getan. Bonus auf alle Werke, ich habe bestimmt nicht verdient, den du ihm gebracht hast. Vielleicht nicht. Fühlt sich trotzdem gut an, Leuten zu helfen. Sogar den Toten. Ganz wie deine Mutter. Okay. Wir gucken wohl. Hier kann ich bestimmt das Sinnvolles austauschen. Abwehr, Vitalität 4. Boah. Ho, ho, ho. Das schafft richtig Meter. Blub. Auf zurück bis zu dem Zwerg, da gibt es nämlich einen Geisterweg, mit dem wir kurz abkürzen können, Richtung Tür des Tempel. Für den Stand per jetzt würde ich sagen, die meisten haben die Geschichten abgeschlossen. Und es war leider kein Drache dabei, den wir bei der Festung vorhin den Tod befreien können. Nun gut. Finden bestimmt noch andere Drachen zum Befreien. Mindestens ein Böser. Hätte ich doch gewusst, dass hier Schatten dafür so einen grünen Raben steht. Da ist er, da ist er. Ha! Treffer! So, hier ist auch unser Abkürzungsweg. Nochmal kurz die Geschichte vom Zwerg. Ist das einer meiner geflochtenen Mistelpfeile an deinem Köchergurt? Ein Andenken an deinen Freund Sindri? Ich bin ja so furchtbar gerührt. Okay, gut. Hiermit beschließt man die heutige Folge. Gott davor. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.